Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Es ist Dienstag und damit mal wieder höchste Zeit, einen Blick auf die Devisenmärkte zu werfen. Das möchte ich jetzt tun, zusammen mit Christian Wollaritsch von Flatex. Schönen guten Tag, Herr Wollaritsch. Wir starten mit dem Währungspaar Euro-US-Dollar in die Sendung. Es gibt ja viele Faktoren, die momentan auf dieses Paar einwirken. Die EZB-Sitzung war letzte Woche nur einer davon. Was bewegt den Euro-US-Dollar denn noch? Ja, auf beiden Seiten gibt es Bewegungen, sowohl die EZB ist aktiv, wie aber auch die Trump-Regierung, sage ich jetzt mal an der Stelle. Jüngstes Beispiel ist jetzt gestern am Montag gewesen, da hatte Draghi eine Rede gehalten und Auskünfte auch erteilt. Und da war auch die Frage, ob es auf eine Neuauflage des Anleihekaufprogramms kommt. Und er hat das von seiner aus so beschrieben, dass er von keiner Erwartung da ausgeht. Man muss berücksichtigen, auch wenn das der eine oder andere erhofft hat, vielleicht, dass die Kaufprogramme weitergehen. Es werden die Summen, die bislang sich aufgetürmt haben, monatlich reinvestiert. Das heißt, wenn Fälligkeiten gegeben sind, wird der Markt hier weiter aufgekauft. Man geht von durchschnittlich über 15 Milliarden Euro pro Kalendermonat aus. Also das heißt, Geld ist weiterhin vorhanden. Was momentan auch auf den Euro-US-Dollar wirkt, ist das Thema Haushaltsstreit. Da ist ja momentan die Lage so, dass die Regierungsbeamten wieder ihre Arbeit aufgenommen haben. Allerdings hier ist davon auszugehen, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen die Auswirkungen auch sehen. Nicht nur das Thema China mit dem Handelsstreit, sondern halt auch, man geht davon aus, dass einige Milliarden an US-Dollar an Wirtschaftskraft verloren gegangen sind. Das wird sich dann auch im Bruttoinlandsprodukt darstellen, möglicherweise auch in den Arbeitsmarktdaten. Und ich persönlich schätze, dass wir charttechnisch weiterhin in dieser Range uns bewegen, ungefähr eine Handelsspanne von 200 Pips haben. Und spannend wird es dann sein, wenn man diese Range nach oben oder nach unten hin verlässt. Nach oben weitere stärkere Kaufsignale Richtung 1,16. Sollten wir aber unten das Tief aus Mitte November ansteuern, so könnte man davon ausgehen, dass wir einen noch stärkeren US-Dollar haben und möglicherweise dann auch die 1,12 sehen. Spannend ist es auch immer wieder beim Thema Kryptowährungen. Die CBOE, die hat letzten Sommer einen Antrag auf eine Regeländerung gestellt, durch die sie einen ja börsengehandelten Bitcoin-ETF-Fonds hätte listen können. Nun wurde dieser Antrag aber zurückgezogen. Kennt man denn die Gründe und wie reagiert der Bitcoin darauf? Ja, also die Gründe sind im Internet vielfach schon kommuniziert worden oder zumindest in Spekulationen. Man vermutet, dass einfach dieser Antrag erstmal zurückgenommen wurde, weil letztendlich die Behörden, die das zu entscheiden hatten, nicht gearbeitet hat. Und demzufolge dieser Antrag auch liegen geblieben ist, wie auch viele andere Dinge. Und soweit mein Kenntnisstand ist, ist das Ganze erstmal auf Eis gestellt. Das hätte durchaus, wenn dieser Bitcoin-ETF an den Markt gekommen wäre in Amerika, das hätte durchaus auch wieder einen stärkeren Fokus auf Sicht der Anleger und Investoren gelegt, hier eine Anlagemöglichkeit zu haben. Das Thema ist erstmal auf Eis, somit auch die Möglichkeit für eine Kursfantasie. Ich glaube, man sieht es auch hier im Chart, wir bewegen uns hier in einer Range, die wir nicht nachhaltig nach oben wie nach unten hin durchbrochen haben. Sollte allerdings diese Range verlassen werden, so habe ich das ja auch vor einigen Tagen schon mal auch gesagt gehabt hier auf dem Kanal. Auch hier das, was viele Wochen und Monate als Unterstützung galt, das ist jetzt im oberen Abschnitt im Kursverlauf eher der Widerstand. Und sollten wir noch weitere tiefere Kurse sehen, so wäre durchaus vielleicht auch die psychologische Marke von $2,000 je Bitcoin möglich. Kurzfristig gehe ich jetzt hier nicht von steigenden Kursen persönlich aus. Blicken wir noch etwas voraus. Welche wichtigen Termine stehen denn in dieser Handelswoche noch im Terminkalender? Ja, ein Thema, was uns hier nicht verlässt, ist das Thema Brexit. Am Dienstag ist wieder Abstimmung. Mich erinnert diese Farce jetzt, ich persönlich tituliere es als Farce, etwas wie seinerzeit die Mauer am Werbung, wo eine Schiedsrichterentscheidung
skandalös von den Zuschauern bebuht wurde und dann nach Mauer am geschrien wurde. Und so ungefähr wirkt das für den einen oder anderen Anleger auch, dass man jetzt schaut, was möchte man in einem kurzfristigen Zeitraum bis Ende März geändert haben. Aber de facto ist letztendlich die Gesprächsbereitschaft auf der Gegenseite, sprich der Europäischen Union, nicht vorhanden bei vielen Themen. Deshalb der Fokus heute am Dienstag definitiv Thema Brexit. Dann haben wir diese Woche noch Arbeitsmarktdaten, sowohl aus Deutschland. Da erwarte ich jetzt nicht die große Überraschung. Überraschender könnte das Thema Freitag sein, die US-Arbeitsmarktdaten. Und was auch jetzt Stück für Stück immer mehr rauskommt, ist in der Berichterstattung das Thema China. Da erwarten wir wichtige Konjunkturdaten. Es gab ja schon Meldungen, dass mehr als 20 Provinzen ihren Wirtschaftsausblick gesenkt haben für das Jahr. Und die Marktdaten, die jetzt diese Woche rauskommen, werden sicherlich auch die Börsianer beschäftigen im Bereich der Indizes, sowie aber auch auf die Einzeltitel ist hier ein Fokus zu legen. Herr Wolleritsch, dann sage ich danke für heute und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Gerne. Bis dann. Ja, hoffentlich schalten Sie dann auch wieder rein. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.